Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Bachelor in Paradise Reaction hier auf diesem Kanal. Heute zu der finalen Folge, Freunde. Wir werden heute erfahren, wer zusammen aus der Sendung geht, wer noch zusammen ist. Und natürlich gibt es auch noch die Dream Dates. Bin ich sehr gespannt. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie viel ich hier ins Video reinschneide. Also wir haben natürlich einmal live die Ausnahmen aus dem Studio, das Wiedersehen. Und wir haben natürlich noch die Aufnahmen aus dem Paradies. Ich guck mal, was ich genau reinschneide. Wie gesagt, so das Wichtigste erfahrt ihr auf jeden Fall. Viel Spaß mit dem Video, Freunde. Lasst ein Abo da und damit let's go. Hubschrauber-Einsatz. Also wir starten auf jeden Fall mit dem Dream Date bei den beiden. Einfach mega. Baby? Ich will jetzt nicht mehr sprechen. Nein, alles gut, Baby. Ich hab dich, okay? Lass dich auch nicht los. Lass dich überhaupt gar nicht mehr los. Umut hat mir so ein bisschen die Angst genommen. An seiner Seite fühle ich mich einfach sicher, egal in welchen Situationen. Muss ich einfach jetzt mal kritisch hinterfragen, wie sind die Pläne dann wirklich? Boah, das war zu geil, wie kritisch sein Bruder einfach war. Wo steht ihr? Ich bin der Mann und ich glaube, ein Mann in der Beziehung sollte auch das Ruder übernehmen. Die Zeit müssen wir jetzt einfach noch nutzen, um darüber zu reden, auch wenn es unangenehm ist. Hm. Hast du noch mal irgendwas durch den Kopf gehen lassen? Also jetzt, nö. Einen Tag, was wir jetzt irgendwie erlebt haben miteinander. Ich freue mich einfach, dass du da warst, dass ich dich kennenlernen habe dürfen. Du tust mir einfach so gut. Ich kann es mir definitiv weiter noch vorstellen. Mit dir auch in der Zukunft. Finde ich aber trotzdem besser, dass wir das dann erstmal so machen, dass man sich dann eventuell noch nicht gleich direkt zusammenzieht. Dass wir da schauen, ob wir das vielleicht durchstehen. Ah, okay, okay. Da wurde da der Plan vielleicht doch noch mal ein bisschen geändert. Ja, ich muss dir sagen, ich kann nicht so lange warten. Also ich brauche meinen Partner an meiner Seite. Ich mag keine Fernbeziehung. Man muss halt versuchen, das Unmögliche möglich zu machen, um das Mögliche zu erreichen. Ja, guter Ansatz eigentlich von Umut. Da bin ich ja mal gespannt. Ne? Das Gute ist ja, dass wir nicht auf nächste Woche noch warten müssen, um dann die Auflösung zu bekommen, sondern die gibt es ja auch hier. Da bin ich echt mal gespannt, wie das bei den beiden ist. Vermutung, keine Ahnung, kann ich eigentlich gar keine so wirklich abgeben. Ja, aber ihr könnt mal kommentieren, was ihr denkt. Einfach mal reinschreiben, ob die beiden noch zusammen sind und ob das alles geklappt hat oder ob er denkt, hat doch nicht geklappt. Da bin ich gespannt. Da versuche ich mal einfach mal nicht naiv zu sein, auf die Worte von meinem Bruder zu hören. Wenn wir das nicht durchstehen können, dann würden wir auch schwierige Phasen in der Beziehung nicht durchstehen. Ich habe halt Angst, dass wir uns dann irgendwie verlieren oder so. Ich bin... Ja, schwierig. Oh, okay. Das weißt du jetzt. Mhm. Und du kannst nicht lange warten. Seit dem Familiendate ist es einfach so, dass wir auf die Realität eingeschlagen sind, aber ich bin einfach so glücklich und so verliebt und ich möchte ja, einfach das nicht, ist dass ein, es das ist schon ein guter Punkt, ne? Also ich meine, die sind halt voll in ihrer Bubble da drin und Umuts Bruder zum Beispiel, der natürlich sehr kritisch war, der ist halt nicht in dieser Bubble und er hat es ja eigentlich, muss man sagen, realistisch gesehen, ne? Deswegen vielleicht gar nicht so schlecht, das doch noch mal ein bisschen zu überdenken, würde ich sagen, ist ja nicht mein Problem so, aber ja, trotzdem, ich glaube, es ist gar nicht so schlecht. Da drin ist natürlich immer alles perfekt und die Realität, die sieht halt anders aus, leider. Aber ja, vielleicht hat es ja trotzdem geklappt. Und es geht weiter mit dem Dream Date vielleicht von Shakira und gefunden, Danilo. Ja. Das Date, so hauptsächliche Date, ne, das habe ich jetzt mal übersprungen. Und jetzt geht es hier weiter mit dem Dinner. Mal gucken, worüber die hier reden. Bei denen bin ich ja besonders gespannt, weil, um es nochmal zu erwähnen, bei Danilo hatten wir ja schon so ein bisschen was im Vorfeld gehört. Und demnach befürchte ich, dass es nicht ganz so gut für Shakira ausgeht. Aber mal gucken, ja. Kann doch nicht sein, dass so perfekt ist, weil irgendwo gibt es einen Haken. Es kann nicht sein, dass alles perfekt ist. Das wundert mich aber sogar, dass er, also meint er jetzt, dass es bei denen perfekt ist? Weil in der letzten Folge hat man ja schon wirklich stark gemerkt, dass es von ihrer Seite aus wesentlich mehr ist als von ihm. Von seiner Seite aus steckt da wirklich viel drin. Ich finde irgendwie nicht. Wie läuft das denn so ab zwischen uns? So? Zwischen uns? Mhm. Hey, gib mir jetzt lieber noch Alkohol, bevor du sowas fragst. Ernste Themen hier. Ich kann nur sagen, was ich mir wünsche. Ich wünsche, dass wir uns besser kennenlernen, dass wir noch mehr Zeit zusammen verbringen.
Soll ich zu dir in die Schweiz kommen? Wir sind ja so anhänglich hier jetzt schon. Das ist ja uns hier schon viel zu wenig. Wie ist es dann, wenn wir draußen sind? Ich glaube, wir werden das beide auf keinen Fall aushalten. Wir werden uns danach direkt sehen und dann werden wir auch ziemlich schnell gucken, wie wir das regeln. Also Fernbeziehung ist, glaube ich, für uns beide absolut gar nichts. Ja. Und du? Auf jeden Fall, dass wir uns natürlich weitersehen, aber ohne Sachen zu überstürzen und so. Ich weiß ja nicht, wie es vielleicht draußen ist. Weißt du? Ja. Irgendwie, es ist schön, aber irgendwie macht es mir auch Angst, ne? Das habe ich halt immer gesagt. Weil es so komisch ist. Wir verstehen ist, uns so gut. Ja, vor allem halt auch immer so, also ich bin mir sicher, der Grund ist nicht, dass er es so perfekt empfindet und deswegen irgendwie Angst hat und so weiter und das irgendwie dem Ganzen im Wege stehen könnte, sondern ich habe eher das Gefühl, er empfindet es halt nicht als perfekt. Sie irgendwie schon wesentlich mehr als er. Ja, schwierig bei denen, ne? Also wie gesagt, ich habe immer nicht das Gefühl, dass Danilo da wirklich mit so viel Herz da drin steckt. Ist meine Wahrnehmung, jeder darf natürlich seine haben, aber das ist halt so, wie gesagt, wie es bei mir rüberkommt. Dass es mir irgendwie wieder Angst macht. Bist du glücklich? Ich will nicht dieser Arschloch sein, der jemand verletzt. Ich bin gar nicht so. Werden ihm bestimmt einige jetzt widersprechen, ob sie diese Warnsignale so wahrnimmt, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube eher nicht. Also gut, okay, sie merkt immerhin, so ganz sicher ist er sich halt noch nicht. Ja, deswegen natürlich, er macht ihr jetzt nicht die über falschen Hoffnungen, dass er sagt, ja, ey, wenn wir hier raus sind und so. Tom, wenn du das jetzt so siehst, die Bilder, hättest du das auch gerne mit Shakira zusammen gemacht? Wäre egal, jetzt mit wem so, ne? Mit Shakira müsste ich jetzt nicht unbedingt das gehabt haben, so, aber. Na, es ist nicht dazu gekommen, obwohl ihr zwei euch ja auch ganz schön nahe gekommen seid. Wir wollen uns aber jetzt erstmal das nächste Dream Date angucken, nämlich von Alex und Jasmin. Hier ist euer Dream Date. Was ich auch noch ansprechen wollte. Erstmal noch einen Schluck Wein nehmen, wenn es schon so anfängt. Meinst du, es erwartet noch irgendwas von deiner Ex-Freundin irgendwie? Das da ist da noch, also. Man macht sich natürlich Gedanken, was kommt, wenn man damit wieder in Deutschland auch nicht gerechnet ist. Und das war so das Einzige, wo ich mir dachte, okay, nicht, dass da noch was auf mich zukommt. Ich will keinen Kontakt mehr haben, Gottes Willen. Ich denke natürlich nicht eine Sekunde mehr daran, sondern ich denke jeden Tag an das, was wir haben. Für mich war es schon ein bisschen vorher, also ich habe schon länger damit abgeschlossen. Und Sie? Im Nachhinein. Ich will nur wissen, was mich erwartet. Das ist gar nicht negativ. Ganz ehrlich, kann ich dir nicht sagen. Also, ich glaube schon, dass sie sich gewünscht hätte, dass ich noch mal um sie kämpfe oder sonst was. Aber hatte ich zu keinem Zeitpunkt dann Interesse dran. Ich kann eigentlich jetzt nur froh sein, dass ich gemerkt habe, was mir immer gefehlt hat. Und jetzt weiß ich, was mir immer gefehlt hat. Und das bekomme ich einfach von dir. Ich fand es gut, dass sie es angesprochen hat, weil wenn es sie irgendwo belastet hat und da noch nicht genau sicher war und das vielleicht noch so diese letzte Blockade war, um zu sagen, okay, jetzt gehen wir komplett diesen Weg. Das stimmt natürlich. Ich habe mich einfach nicht verliebt. Mich auch in dich. Also bei den beiden, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass die noch zusammen sind, ja. Ich hatte auch gerade, ich weiß nicht, ob man es im Video jetzt hier gesehen hat oder nicht, aber auch Jade und Dario, die haben ganz kurz geredet während dem Date und meinen auch, ey, die passen mega gut zusammen. Ja, bei denen bin ich mir relativ sicher. Also bei Danilo und Shakira würde ich jetzt echt nicht damit rechnen, sage ich euch ganz ehrlich. Umut und Jana Maria gehe ich auch schon eher davon aus, dass es bei denen auch noch weiterging. Wenn du jetzt auch das heute nochmal siehst, was empfindest du da? Schamgefühl oder ist das... Also jetzt ging es ja weiter mit den Bildern nochmal von Jade und Max. Etwas Normales, wie kannst du das erklären? Nee, also ich sag mal, normal ist es auf gar keinen Fall gewesen. Wo ich das dann mitbekommen habe, wie das Ganze ausgeartet ist, tat mir das natürlich auch richtig leid, weil... Das war nicht das, was ich machen wollte. Also was ist ausgeartet? Zwischen mir und ihr dieser Streit, dass Jade dann hinterher... Ich dachte, du meintest den mit Lydia, das wäre ausgeartet. Ich meine den Streit mit mir und Jade, dass Jade dann auch die Villa verlassen hat. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass das gefühlstechnisch halt schon so weit war. Ich bin... Ja, also das Ding ist, das ist halt so eine Aussage, Gefühle hin oder her. Man tut sowas halt keinem Menschen an, den man halt gern hat und mit dem man halt gern Zeit verbringt. Wir haben natürlich jetzt auch relativ viel über Lydia geredet, die wollen wir jetzt aber auch in unsere Runde holen. Deshalb herzlich willkommen, Lydia. Hätte ich gewusst oder hätte sie mir gesagt, dass da Gefühle im Spiel sind von ihrer Seite aus, egal was von seiner Seite aus ist, dann hätte ich da Rücksicht drauf genommen, weil da bin ich nicht so, auf gut Deutsch gesagt. Ja, ich glaube, hier war halt ein bisschen das Problem, dass Jade das einfach zu locker kommuniziert hat und ja, natürlich, ja, sie hat dann wahrscheinlich nicht das Gefühl gehabt, dass Jade jetzt so großen Wert drauf legt. Auf das mit Max, ne, kann ich verstehen auf jeden Fall den Punkt. Wie ging das denn mit
euch beiden weiter? Habt ihr euch jetzt nach dem Paradies noch getroffen? Ich meine, das fing ja nun nicht mehr, okay. Zumindest das, was wir gesehen und gehört haben, relativ vielversprechend an. Wie hatte das eine Fortsetzung? Nee, also bis jetzt hatten wir keine Fortsetzung. Ich habe jetzt erstmal schon mal geschrieben, wie geht's dir? Aber bin jetzt nicht auf die Idee gekommen, mich jetzt mit Lydia zu treffen. Also hätte ich jetzt gesagt, ich wäre verliebt, hättest du das nicht gemacht, ja? Ich glaube nicht. Nee. Aber niemals, Max. Niemals. Nee. Ja, nee, da glaube ich dir nicht. Auf ja, jeden Fall doch, das würde ich ihm schon glauben. Ist nicht zu einem Happy End gekommen. Ich war es dann okay, auch es geht irgendwie ganz mit Leon. Also es gibt nicht wirklich ein Trainingslager fürs Paradies. Da kann irgendwie, also ich bin da völlig unvorbereitet reingegangen und es hat mich dann irgendwie die in Reaktion schon, Lebenslagen von erwischt. Irgendwie. Ich habe relativ schnell damit Steffi mich gut verstanden und habe mich da auch in der Situation wohl gefühlt, weil wir uns wirklich einfach auch... Wir Steffi schüttelt mit dem Kopf. Warum? Also aktuell gibt es noch nichts zu schütteln, das ist der Beginn. Also es gibt ja noch nichts momentan. Also wir haben uns kennengelernt und nachher war es dann also ein bisschen turbulent. Und habt ja Shakira dann ein bisschen, so als, wie sagt man, so als Backup gehabt. Nein, das möchte keine Frau hören, als Backup ist. Ja, ich würde sagen, Leon hat es mal wieder geschafft, hier absolut heute ins Fettnäpfchen zu treten. Leon, ich glaube, das ist irgendwie seine Art einfach. Also ich würde sagen, er sollte öfters mal nachdenken, was er macht oder sagt, aber ich glaube irgendwie, so ist er einfach. Aber nichtsdestotrotz, die Küsse waren überragend. Und das nehme ich so mit, deswegen alles gut. Und ja, alles andere können wir ja noch klären. Aber Steffi, erklär uns bitte, warum du eben so unglaublich mit dem Kopf geschüttelt hast. Dass man vielleicht vorher mal mit jemandem spricht oder dass man vorher irgendwas klärt, bevor man dann jemand anderen küsst. Ich glaube, das nimmt man ja eigentlich schon vorher mit und da braucht man kein Trainingslager fürs Paradies. Leon, möchtest du denn irgendwie Steffi noch was sagen? Ich bereue nichts davon und ich finde auch weiterhin, Steffi ist eine tolle Frau und kann sie auch bleiben und alles gut, aber... Leon, ey. Du, danke. Nee, genau. Also, das ist toll. Danke, dass ich... Zumal, Leon, wir sind ja auch noch nicht am Ende. Christina gab es ja auch noch. Also das war ja doch ein langer Weg für dich. Also was war da dann noch genau? Also da gab es Christina und Shakira gleichzeitig. Und erklär uns das doch nochmal. Dann bin ich aber auch durch danach. Ne? Dann kann ich ja, das werden wir nochmal sehen. Dann habe ich Feierabend. Mit Christina, ich glaube, ich hätte mir vorstellen können, dass wenn Christina schon im Vorfeld gekommen wäre, also viel früher, dann hätten wir uns, glaube ich, auf einer coolen Ebene kennengelernt und dann hätte sich da auch was vielleicht daraus entwickeln können. Christina, wirklich? Alles gut? Ja, alles gut. Also kein böses Blut, sage ich jetzt mal. Aber ich fand es halt ein bisschen verwirrend, dass du mir sagst, dass du dir mit dir was Ernstes vorstellen kannst. Dann gehe ich kurz auf Toilette, komm wieder und dann machst du da mit Shakira rum. Bin ich voll bei dir. Das war aber vielleicht die letzte Möglichkeit, dass ich... Also, wie kann man denn das Wort verwirrend nur im Zusammenhang mit Leon benutzen, ey? Das verstehe ich ja überhaupt nicht. So, jetzt was Gutes einfallen lassen, Leon. Ich nochmal einen Kuss von Shakira abstauben können. Also, mir gehen ja diese Küsse nicht aus dem Kopf, ne? Shakira, waren die eigentlich wirklich so überragend oder hat er übertrieben? Ich glaube, die sind ein bisschen übertrieben. Also, klar, die waren nicht schlecht, sonst hätte ich sie ja nicht öfter gemacht. Aber ich hatte auch schon bessere Küsse. Es war in Ordnung, ja. Es war nicht schlecht. Dario, über dich noch mal ganz kurz zu sprechen. Du warst ja eigentlich sehr fokussiert auf Jasmin. Also ich muss ja wirklich sagen, wenn ich hier mit einer Person tauschen würde, gerade dann mit Paul, der hat hier wirklich den besten Job. Und ich glaube, er findet es auch sehr lustig. War wild, ne? Zu fokussiert? Also hättest du dich da auch eher noch in andere Richtungen öffnen müssen? Im Nachhinein denke ich, ich fand auch DJ zum Beispiel sehr attraktiv oder finde sie immer noch sehr attraktiv. Hat auf Gegenseitigkeit beruht auf Gegenseitigkeit. So, und ich bin aber trotzdem ein Typ, ich erinnere mich an den ersten Moment, ich kam rein und ich schaue nach links und die Jade liegt auf Danilo drauf. Da habe ich die Jade so ein bisschen abgeschrieben und das war vielleicht ein Fehler. Vielleicht hätte ich dazwischen funken müssen oder einfach sagen müssen, hey, ein bisschen die Jade abgreifen. Ich habe mir immer ein Date gewünscht. Aber jetzt haben wir doch irgendwie was Gutes getan. Wir haben euch irgendwie zufälligerweise nebeneinander gesetzt. Nun haben wir auch gerade gehört, ihr seid beide frei. Also das wäre doch jetzt eigentlich heute Abend noch die Möglichkeit der Paul-Mix-Cocktails. Eigentlich könnte man doch jetzt irgendwie Ja, der noch Abend mal... ist noch jung. Ja, mal sehen. Aber jetzt im Ernst gefragt, ist es vorstellbar? Es muss jetzt erstmal viel Zeit vergehen. Und wie gesagt, der Abend ist noch jung, wir verstehen uns ja gut. Und gib mir mal ein bisschen Wein, Paul, dann schauen wir mal, wo das hier endet. Das sind alles attraktive, schöne, gut aussehende, intelligente Frauen, ne? Und für dich? Aber die Jade ist, sag mal, zusammen. die mir am meisten zusagt. Doch. So, wir wollen uns jetzt kümmern um Yannick und Mimi. Aber irgendwie hat sie sich so ein bisschen ertappt gefühlt.
Oder nicht? Finde ich schon. Jetzt auf jeden Fall, jetzt wird spannend. Yannick und Mimi. Da bin ich gespannt. Also, ich kann jetzt nicht sagen, dass es eine einfache Reise war. Es war auf jeden Fall Ups and Downs. Vielleicht mehr Downs als Ups. Aber wie war es denn für dich, Yannick mit anderen zu sehen? Was löst das für ein Gefühl in dir aus? Also bei Jenny oder Jana Maria war es mir eigentlich am Anfang relativ schnuppe. Ich hatte das Gefühl, als es dann das mit Emily war, war das für mich anders. Also mir wurde gesagt, aber wurde nur gekuschelt, da war Löffelchenstellung und eingeschlafen. Ja, wir wollen mal gucken, wie Emily darüber denkt. Die ist heute nicht hier, krankheitsbedingt hat Covid. Liebe Emily, du bist jetzt aber da, verfolgst auch unsere Sendung und wir hoffen natürlich, dass es dir zunächst einmal ganz gut geht. Wie hast du die Situation empfunden? Gute Frage. Also es war, einerseits war Yannick an dem Abend sehr verzweifelt. So habe ich es aufgefasst in der Sekunde. Und ich war eigentlich, ja, ich wollte eigentlich nur den guten Zuhörer spielen und ihm irgendwie so einen Rückzugsort bieten, wo er sich ein bisschen abreagieren kann. Ja, sieht auf den Bildern dann anders aus. Also es war jetzt weder meine Intention noch Yannicks Intention, dass das Ganze so endet, wie es geendet ist. Aber was genau bedeutet das? Ja, ich denke, die Bilder sprechen für sich. Also man kann sich die Geschichte ausdenken, was passiert ist. Also Mimi wirkt nicht so begeistert. Nein. In dieser Extremsituation mit dem Alkohol, mit allem Pipapo, ja, warum sagt sie einfach kann nicht, ich... Für mich, in meiner Gedächtnis, da war auf jeden Fall Körperkontakt, das wusste sie von Anfang an. Aber ob da wirklich Sex war, weiß ich nicht. Wie, du weißt nicht, ob Sex war, du hast es nur gehört? Du auch nicht, gell? Aber du warst doch selber dabei. Ja, aber ich war in dem Abend sowas von out of order. Oh mein Gott, ey. Ganz schwierige Situation. Ich denke, viele werden es ihm gar nicht glauben, dass er sich nicht erinnern kann. Keine Ahnung, ey. Ja, wir werden es halt nie erfahren, außer irgendjemand erinnert sich doch noch oder hat irgendwas Genaues gesehen. Ich weiß, dass Zweisamkeit war. Das auf jeden Fall. Einziger richtiger Weg. Sehe deinen Mann und sag einfach. Ich will nochmal nachfragen, aber du kannst diese Frage beantworten, Emily? Oder warst du auch betrunken? Okay. Also, es kann mich erinnern, es waren jetzt nicht nur Reibereien, aber es war auch nicht der Rede wert. Es war was, bitte? Entschuldigung? Ich habe gesagt, doch es einfach, war nicht oberflächlich, also es war intim. Die hatten aber ja. Kommt sag halt doch einfach ein, zum ja. Punkt und sagt die Wahrheit, Leute, was wo ist denn das euch? Problem? Also wir merken schon hier im Hintergrund, da sind auf jeden Fall, ja, wie soll man sagen, ne? Viele ungeduldige Leute am Start. Nein, Spaß. Hast du das so, wusstest du das so, Mimi? Oder ist das jetzt für dich komplett neu? Ich glaube, für sie ist das voll neu. Also ich habe es mir denken können, aber Emily, ich saß noch auf der Badewanne heulend und du hast mich getröstet. Du hast mir positiv zugeredet, dass Yannick nur mich will und hattest aber trotzdem im Hintergedanken. Das ist das Ding, was mich so verletzt dir gegenüber. Ich kannte ja eure Situation, wie sie war. Ich wusste, dass ihr eure Streitigkeiten hattet. Habe das auch selber für keine kluge Idee empfunden. Und ich möchte auch wieder nicht auf den Alkohol schieben. Aber gewisse Dinge passieren. Es war nicht der Rede wert. Und ich habe ihm auch ins Gewissen geredet in seinem Zustand. Und gesagt, hey, Yannick, wir wissen alle, dass du Mimi sehr, sehr, sehr gerne hast. Und ich kann mich auch gut daran erinnern, dass er sich bei mir noch bedankt hat für diese... Ja, wie nennen wir das jetzt? Also bedankt hat für den Weg wieder zu Mimi? Für diese... Nee, das ist ja auch nicht zu lachen. Ich habe mich auch selber schlecht danach gefühlt, aber ich wollte nicht in diese Feuerschale noch mehr Öl hinein. Also Mimi, sie würde es vielleicht gar nicht so zugeben, wie sehr sie das gerade nervt, damit ich hier nicht wieder ein Wort zensieren muss. Aber ich glaube, die ehrliche Meinung, die ist dann doch ein bisschen negativer, als sie es versucht zu zeigen. Aber ich finde, das spricht halt schon für sich. Weil ich wollte eigentlich, dass Yannick und Mimi das selber klären, aber ich wusste ja auch nicht, dass er sich nicht daran erinnert hat. Wie ist euer Beziehungsstatus jetzt? Jetzt wird's interessant. Nein. Wir sind nach wie vor zusammen. Ich muss sagen, die Bilder alle zu sehen, die nachfolgenden Folgen erschrecken mich. Ja. Hat für mich keine Bedeutung. Ich vertraue ihm nach wie vor
Und ich glaube, da haben wir jetzt auch die Zeit danach so genutzt. Und da hat sich so viel aufgebaut, da kommt eigentlich nichts zwischen. Dann sind wir bei der nächsten, ja, ich möchte fast wieder sagen, Dreiecksgeschichte. Ein Mann, der natürlich auch Köpfe verdreht hat. Sein Name ist Michi. Und da ging es vor allem mit Steffi und mit Lara hoch her. Wir gucken. Ja, stimmt, genau. Die haben ja auch das Paradies irgendwann verlassen, meinten aber irgendwie auch so, die könnten sich ja dann doch noch weiter kennenlernen. Glaube ich mal, bei denen, nee. Ich glaube, das ist irgendwie im Sandverlauf, so sage ich euch ehrlich. Spiel, dann hat es nicht so geklappt. Dann kam Michi, dann ging das auch wieder, ja, für dich eher. Man hatte so das Gefühl, auch so ein bisschen traurig zu Ende. Wie hast du das selber empfunden? Ja, ich habe es einfach als schade empfunden, weil ich nicht so das Gefühl hatte, dass es immer so ganz ehrlich zu Ende ging. Bei Michi war das für mich sehr überraschend, weil es einfach nur dieser eine Tag quasi war. Ja, es kam was Besseres so ungefähr und dann serviert man mich ab. Hast du irgendwie für dich eine Art Lehre daraus gezogen? Also veränderst du möglicherweise auch dein Verhalten jetzt eben auch wieder in der Realität? Auch da datest du ja vielleicht? Ja, auf jeden Fall. Nämlich? Ja, ich habe einfach das Ganze für mich noch mal so ein bisschen... Bin mir sicher, ich weiß schon, was jetzt kommen wird. Ich habe nämlich schon so ein, zwei Artikel gelesen, die mir heute vorgeschlagen wurden. Oder gestern, ich weiß gar nicht genau. Und ja, ich denke mal, das wird sie jetzt ansprechen. ...lassen und muss sagen, habe danach, nach dem Paradies, eine ganz wunderbare Person kennengelernt. Es ist eine Frau. Mhm. Und weil ich einfach sagen möchte, für mich spielt es keine Rolle, welches Geschlecht diese Person hat, die ich date, ob es jetzt ein Mann ist, ob es eine Frau ist. Ich bin aktuell glücklich, so wie ich bin und wie es mir geht und deswegen, ja. Ja, nice, ne? Why not? Und ging das irgendwie weiter? Also die Zeit ist schon sehr intensiv danach gewesen, also haben dann relativ schnell auch gleich unsere Familien eigentlich kennengelernt. Also wir sind ja tatsächlich schon in einer festen Beziehung jetzt. Ja, ja. Ach, wir haben auch geplant, krass, jetzt zusammenzuziehen. Also wir sind dabei. Da seid ihr schon. Ja, ja. Heftig, ey, das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich echt nicht gedacht. Also natürlich auch nice für die, ne? Mich freut das ja für jeden, wo das hier doch irgendwie weiter ging oder immer noch weitergeht. Aber bei denen hätte ich da echt nicht damit gerechnet. Ja, dann könnt ihr ein bisschen mehr zusammenrutschen. Ihr sitzt also auf Abstand. Dürfen wir endlich. Auf Abstand. Also, ja, der Kuss. Das soll dann wohl sowas wie der Beweis dafür sein. Jetzt sind wir schon bei den großen Emotionen. Jetzt wollen wir auch ins Finale gehen. Und oh, wir okay, gucken geil. Uns natürlich zuerst Umut und Jana Maria an. Da war ja schon von Zusammenziehen die Rede, vom Heiraten, vom Kinderkriegen. Die Kinder so, waren auch gefühlt schon da, glaube ich. Und dann stehen die beiden im Finale zusammen. Und was dann passiert, das seht ihr jetzt. Ja, ich kann es mir jetzt auch nicht mehr ohne ihn vorstellen. Jetzt musst du dich entscheiden, wie die Zeit im Paradies enden soll. Wähle aus den zwei Kästchen. Aber Vorsicht! Die Entscheidung kann dein gefundenes Liebesglück auf einen Schlag zerstören. Das Kästchen mit dem Ring steht für euren weiteren gemeinsamen Weg als Paar. Das Kästchen mit den Münzen steht für 10.000 Euro und dafür, dass du nicht an eure Liebe glaubst. Wenn ihr euch beide für die Münzen entscheidet, dann habt ihr nicht nur die Liebe, sondern auch das Geld verloren. An deiner Seite fühle ich mich so geborgen wie noch nie. Du gibst mir eine krasse Sicherheit, die ich fast noch nie gespürt habe. Und ich habe so krasse Gefühle entwickelt, dass ich dir sagen muss, dass ich mich in dich verliebt habe. Boah, ey, stellt euch mal vor, man würde das genauso raushauen und dann machst du da auf und dann sind einfach diese Münzen da drin. Ey, eigentlich wäre es überhaupt nicht lustig, aber... ja. Auf jeden Fall hier schon mal ein Ring. Bei Umut natürlich auch. Schon süß. Wie ist euer Beziehungsstatus? Seid ihr ein Paar oder wie sieht es aus bei euch? Ja, wir sind ein glückliches Paar, würde ich sagen. Ihr sitzt nämlich noch so weit auseinander. Also auch ihr okay, könnt. Okay, also das zweite Happy End haben wir hier schon mal. Also wir sind ein Paar, wir sind glücklich, wir sind verliebt. Also nee, eigentlich haben wir ja schon mehr als zwei Happy Ends, aber ich war jetzt mal von den Leuten, die hier bis zum Ende dabei waren, ja. Unser Dream Date war perfekt und perfekt. Was wir dort erlebt haben, war einfach der Wahnsinn. Und ohne dich wäre das Paradies nicht das Paradies gewesen. Als unser erster Kuss fiel am Pool.
War für mich klar, ich will keine andere Frau hier kennenlernen. Mit dir kann ich einfach ich sein. Ich muss mich nicht verstellen, du verstehst mich. Du verstehst mich blind. Also bis jetzt klingt es auf jeden Fall ganz gut. Und? Nein, der hat das Cash genommen. Ich führe einen Krieg mit mir, in meinem Kopf. Ja, damit ist eigentlich schon gesagt, Herz oder? Herz gegen Verstand. Mein Herz sagt nein, mein Verstand sagt ja. Und es zerreißt mich innerlich, dir zu sagen, dass ich mich nicht in dich verliebt habe. Und dass ich dir diesen Ring heute nicht geben kann. Es tut mir von Herzen leid. Boah, ey, das tut mir auch echt mega leid für sie. Also die ganze Situation, ne, das ist natürlich nicht schön, wenn man dann hier nicht das zurückbekommt, was man selbst gegeben hat quasi. Ja, im Endeffekt kann sie ja trotzdem froh sein, dass er ihr nicht irgendwie das jetzt so krass vorspielt und dann eine noch größere Enttäuschung kommt. Wobei die wahrscheinlich auch da natürlich schon groß genug ist, ne? So ist es nicht. Boah, was eine unangenehme Situation. Wie schwer ist dir die Entscheidung gefallen? Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe lange mit mir gekämpft. Ich habe geweint, weil mir ging es schlecht mit den Gefühlen. Weil ich, im Endeffekt hatte ich ja Gefühle für Shakira, aber ich war nicht verliebt. Würdest du heute wieder so entscheiden oder bereust du das, was du getan hast? Ich bereue nie was in meinem Leben. Alles, was ich mache, mache ich zu 100%. Und in dem Moment habe ich das zu 100% gefühlt. Und ich würde das immer wieder so tun, so leid es mir tut. Shakira, gab es jetzt nach dem Finale, also nach den Bildern, die wir eben gesehen haben, noch mal einen Kontakt zwischen euch? Ja, wir hatten danach Telefonate, wir hatten Kontakt, wir haben geschrieben, aber das war alles eher freundschaftlich. Ich möchte Jade noch mal eben fragen, du hast ja von Beginn an gezweifelt. Ja. Ja, für mich ist Danilo einfach, auch weil sie jetzt im Nachhinein alles erfahren hat, einer der unehrlichsten Menschen, die ich, ich würde nicht sagen kennenlernen durfte, aber kennengelernt habe. Ach. Ja, Danilo soll mal erzählen, wie es seiner Freundin geht. Wie bitte? Danilo soll mal erzählen, wie es seiner Freundin geht. Ich würde gerne wissen, welche Freundin du meinst. Ja, das war klar natürlich, ne? Ich habe ehrlich gesagt die ganze Zeit nur drauf gewartet. Übrigens, falls es irgendwie so rüberkommt, als wäre ich ihm gegenüber so übelst negativ eingestellt, bin ich tatsächlich nicht. Aber ich hatte ja dieses eine Video gedreht und für mich war das irgendwie nicht eindeutig, aber ne, die Leute, die das damals gesehen haben, das Video, die wissen auf jeden Fall, wovon ich rede. Und deswegen war ich mir da dann echt unsicher bei denen und habe auch ja gemerkt, dass er da nicht wirklich dabei ist und so. Ne? Deswegen hat es irgendwie Sinn ergeben, ist natürlich kein Beweis dafür, aber scheinbar haben auch andere Leute davon mitbekommen. Bestimmt alle mein Video gesehen. Nein, Spaß. Mal gucken, was die hier für Infos haben. Und vor allem, was er dazu sagt. Herr, sag du's mir doch. Welche Freundin? Es gibt auch Fotos davon, von diesem Urlaub. Direkt nach Bachelor in Paradise war er im Urlaub. Der Urlaub war eigentlich mit seinen Freunden. Jetzt wurden aber Bilder halt geschickt, dass dieser Urlaub nicht mit seinen Freunden war, sondern mit diesem Mädchen. Keine Ahnung, wie die heißt. Aber warum gibst du es nicht einfach zu? Du hast mir das doch vorhin auch erzählt. Also gibst du es einfach zu. Ist genau, da kann ich sehr gerne was dazu sagen. Im Endeffekt, in Paradise war ich Single. Zu 1000%, nicht zu 100%, zu 1000%. Ich hatte keine Freundin. Sie hatte doch auch Videos in seiner Wohnung gemacht, schon vor den Dreharbeiten oder so, ne? Ja, ich habe auch den Namen von ihr auf seinem Handy gesehen und hat es mir auch gesagt, so. Sag's doch einfach. Diese Frau aus dem Urlaub kenne ich seit 3 Jahren. Wir sind seit 3 Jahren befreundet. Aber ich hatte mit ihr nichts am Laufen. So. Und als ich von Paradise rauskam, sind wir einfach im Urlaub so gegangen. Nach 2 Tagen nach wir waren alle zusammen da. Und was da passiert ist, ist da passiert. Aber das hat ja nichts mit dem Paradies zu tun. Aber hattest du nicht vor dem Urlaub noch zu Shakira gesagt, dass du sie nach dem Urlaub unbedingt wiedersehen willst und mit ihr schon Pläne gemacht für andere Shows und so? Ich war beim Telefonat dabei. Wenn sie mir das sagt, dann gerne, aber ich habe nicht mit dir telefoniert. Okay, ey, das ist krass, die war einfach bei dem Telefonat dabei. Ja, unangenehme Situation für ihn, zu Recht natürlich die Story, die er jetzt erzählt hat. Story klingt auch schon so negativ, aber auf jeden Fall, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass das stimmt. Wir haben auch schon gehört im Hintergrund, es gab ja schon vorher Bilder in seiner Wohnung und so. Da habe ich ehrlich gesagt eher an Chichi gedacht. Da hatten wir ja auch, gab es ja auch ein Video über seine neue Freundin. Ja, keine Ahnung, da wissen wir ja noch nicht, was da abgeht. Da muss ich gerade dran denken, bei denen, also bei Danilo und ich weiß auch nicht mehr, wie die heißt. So, sorry an der Stelle. Da hätte ich jetzt nicht mehr mitbekommen, als ich halt in dem einen Video
mitbekommen hatte. Ich habe mich mit dir ja telefoniert, wegen dem ich weiß gar nicht, wieso du von hinten her redest. Deine Story passt nicht so gut zusammen. Okay, aber ich bin jetzt hier mit Shakira. Ich habe mit dir ja telefoniert und nicht mit dir. Wenn ich mit dir telefoniert hätte, dann ist okay, wenn du mir das sagst. Aber ich habe nicht mit dir telefoniert, wegen dem hast du ja keine Ahnung. Aber lass uns doch Shakira mal eben hören, was du dazu sagst. Nein, ich wusste nichts von einer anderen Frau. Ja, also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber letzten Endes hat er mir ja im Finale gesagt, dass er mich nicht weiter kennenlernen will und deshalb ist er ja ein freier Mensch und kann tun und lassen, was er will. Ich bin wirklich drüber hinweg. Ich glaube, es ging ja auch um Kommentare, die diese Person immer bei ihm geschrieben hat und ich glaube auch irgendwie was mit Aurelia war da. Würde das erklären, wenn die schon lange befreundet sind, warum sie da kommentiert hat. Im Endeffekt natürlich stimmt es ja auch danach. Natürlich ist er frei, kann machen, was er möchte. Hat er scheinbar auch. Da ist ja sein gutes Recht. Das war für mich die bedeutsamste Rose. Die war so bedeutsam, weil das bedeutet hat, dass wir uns unseren Familien vorstellen. In der Wüste Spaniens hast du mir gezeigt, wie schön Liebe sein kann. Und ich möchte dir sagen, wie sehr ich mich in dich verliebt habe. Unsere Reise hätte perfekter nicht starten können. Ich habe gedacht, besser kann es nicht laufen und waren uns beide einig, dass das das schönste erste Date war unseres Lebens. Schauen wir mal, wo die Reise noch hingeht. Ne? Die ist ja noch nicht vorbei. Cheers. Ja, das ist eigentlich schon krass. Also zu dem Zeitpunkt, ich will jetzt nicht sagen, hätten die meisten nicht damit gerechnet, aber ich auf jeden Fall nicht, dass da nochmal irgendwie weiter so was gehen würde. Wie man sieht, war es dann doch so. Die ist so richtig los für mich und ich habe einfach jeden Moment mit dir genossen, ob wir zusammen in der Gruppe waren, ob es eine Poolparty war oder ob wir zwei uns einfach mal rausgenommen haben und zu zweit waren. Ich warte eigentlich nur, dass der Holländer mal rauskommt. Jasmin, ich habe mich in dich, dein Lächeln und in deine Art verliebt. Party's nearly over. Sat there on the sofa, smiling all the way. Ja, nice. So nicht anders. Ich möchte dir nicht nur diesen Ring anstecken, sondern ich möchte dich fragen, ob du mit mir zusammen sein möchtest. Na klar. Ey, so für einen ganz kurzen Moment hatte ich hier schon leichte Hochzeitsvibes. Dario, wie blickst du heute auf die beiden? Jetzt sitzen also, sie hier. Wenn ich die Bilder jetzt sehe, auch so von den letzten Dates, ich glaube, jeder von uns hat gerade ein Lächeln im Gesicht gehabt. das stimmt. Ich glaube, mein Bauchgefühl hat mich nicht getäuscht. Ich habe schon gemerkt, dass zwischen euch zwei was ist. Und es war, klar, es war dramatisch, ne? Das ist klar. Und ich wollte dich nie irgendwie verletzen, Yves, ne? Ich dich auch nicht. Das war nie meine Absicht irgendwie. Und ich wollte da auch nicht im Weg stehen. Und wenn ich das jetzt so sehe. Ja, das Finale spricht natürlich irgendwie auch Bände, aber wir wollen es natürlich jetzt gerne von euch wissen. Damals wahnsinnig glücklich. Aber gute Reaktion von ihr, muss ich sagen, finde ich echt gut. Wann waren wir denn nicht glücklich? Wahnsinnig glücklich. Ich habe es haben wir die gleiche Mats gesehen, oder? Wahnsinnig. Ich würde sagen, wir zeigen es einfach. Ja, zeigt es. Oder? Ja, dann, ach so. Ja. Wie ging euer Leben also auf jeden Fall, bei denen ist auch ein Happy End. Ich bin zeitnah dann zu Alex gefahren, war da, ich glaube, 8-9 Tage bei dir. Aktuell wohne ich eben noch in Fürth, aber habe vor, jetzt sehr zeitnah dann endlich mal nach Düsseldorf umzuziehen. Und damit sind wir wieder durch, Freunde. Das war's mit der vorerst zumindest letzten Folge von Bachelor in Paradise. Wenn irgendwas Neues kommt, Bachelor, Bachelorette oder auch Bachelor in Paradise, dann werde ich in Zukunft bestimmt am Start sein. Könnt ihr natürlich auf mich zählen. Und ansonsten gibt es natürlich noch viele andere Formate. Ist ja auch irgendwo immer gut, wenn Formate zu Ende gehen, weil dann ist wieder Platz für neue. So wie auch in diesem Fall. Und ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Sehr nice Happy End, zumindest in den meisten Fällen. Und wir sehen uns morgen wieder mit dem nächsten Video. Checkt die Folge von Germany Show ab, nicht verpassen. Lasst ein Abo da. Bis morgen und ciao.